Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Skyrim Hearthfire mit mir, dem Delta. Ja, wir sind jetzt beim 9. Teil angelangt. Es wird einer der letzten sein. Denn allzu viel zu zeigen gibt es leider nicht mehr. In diesem Part zeige ich euch schon mal jetzt hier, was ich alles geleistet habe in der Zwischenzeit. Hier natürlich wieder das Übliche, ne, die Tiere. Dann ein kleiner Stall. Ja, beim Fischaufzuchtbecken habe ich leider noch keine Fische reingetan. Ja, ich denke, man kann da einfach seine eigenen Fische züchten, was eigentlich auch ja ziemlich cool ist. Hat man immer Nahrung, ne? Kann man Nahrung züchten für die Abenteuer. Und ja, wir werden jetzt einfach mal genauer in das Innere des Hauses schauen, denn da hat sich einiges getan seit dem letzten Mal. Ja, ist vielleicht auch noch interessant zu sehen, die Räume, die man eigentlich, ja, die wir noch nicht hatten. Und ja, da kann man sich vielleicht ein bisschen entscheiden. Die Leute, die nicht wissen, was soll ich jetzt für einen Raum bauen. Also hier gibt es natürlich mal nichts Spezielles. Das ist wie vorhin, das ist das genau gleiche hier, ne? Hier wieder die Rüstung mit schönem Vulkanglas, paar alte Fetzen und so weiter. Das ist alles hier ein bisschen nebensächlich. Denn das eigentliche Neue, das ist übrigens mein Barde, mein neuer, dort hinten der Vogt. Ja, Kinder habe ich noch nicht adoptiert, aber werde ich bestimmt. Und vor allem das kann man nämlich. Man muss nämlich dieser Tante, bei der man die Kinder ja, abholen will, muss man nur sagen, in welches Haus man sie nimmt. So. Ja, hier ist die schöne Küche, ne? Hier so kleiner Vorratsbereich und hier hinten der schöne Ofen, die Feuerstelle. Ja, hier kann man alles Mögliche backen, zum Beispiel hier Apfel im Schlafrock. Ja, und die Materialien für das Kochen, die nimmt man von hier. Ich habe jetzt eigentlich schon alles, habe ich überall schon paar Samen reingemacht, aber die sind halt noch nicht alle gewachsen. Hier sieht man, wie es dann aussieht. Da habe ich einfach mal Kürbisse und Kohl gepflanzt im letzten Part, ne? Ja, hier wieder das genau gleiche, so ein kleiner Abschnitt. Den Keller, da gehen wir jetzt nicht runter, ist auch, haben wir auch, das genau gleich. Ja, der Vorratsraum, ne? Was eine Vitrine zu suchen hat, naja. Ja, mit vielen Truhen, da kann man wirklich viel aufbewahren. Sehr praktisch, muss ich sagen. Ja, eben, das Gewächshaus und die Küche. Und ja, das war's eigentlich. Wir gehen uns jetzt nämlich das dritte und letzte Haus holen. Besser gesagt, ich hab's schon gekauft, das Grundstück. In Falkenring kann man das beim Vogt holen, wenn man dort Tane ist. Oder zumindest ein paar Quests für den Vogt gemacht hat, kann man zu seinem Vogt gehen und das Grundstück für 5000 erwerben. Ja, das ist das letzte Grundstück, genannt Seeblick. Und wer hätte es gedacht, es hat einen wunderschönen Blick auf den See. Oder soll es zumindest haben. Wenn wir jetzt gleich mal gucken, wie das Ganze aussieht. Wir haben bis hierhin nur dieses... Ja, dieses traurige Schneegebiet gesehen, in dem man depressiv wird. Nee, aber auf jeden Fall, ja, wird das wahrscheinlich jetzt hier in einer schönen Landschaft sein. Und ja, wir werden uns jetzt einfach die Grundstücke, die Bauflächen bauen, die wir noch nicht kennen. Und ja, dann war es das eigentlich auch schon mit dem Projekt Hearthfire. Ja, ihr könnt sie euch dann ja selber holen, ihr könnt Kommentare schreiben, was ihr so dabei denkt, wie ihr das DLC, das Let's Play gefunden habt. Würde mich sehr freuen. Ja, jetzt sind wir hier angelangt. Ich muss mal kurz gucken, da ist unser Haus, ne? So, das ist nicht weit, das müsste eigentlich gleich hier hinten sein. Und ja, da ist es auch schon.
Haus Seeblick entdeckt. Ja, sehr schöne Gegend. So, hier haben wir natürlich wieder das Eigentliche, ne? Schmiedeamboss und das Zeug hier, das Buch, die Truhe. Haben wir wieder ein paar Sachen bekommen. Die brauchen wir jetzt aber zuerst mal nicht. Ja, hier hat es wieder diesen Steinbruch und Lehm bekommt man. Einfach um das mal gezeigt zu haben. Lehm bekommt man. Lehm, wo bist du? Wä? Was ist denn das für ein Vieh? So. Hau ab. So, wo haben wir Lehm? Also hier ist das Holz, ne? Da haben wir noch genug. Ah, hier ist Lehm. Okay, gut. Da ist das Zeug. Hier ist der Lehm. Gleich unter diesen Bäumen. So, nur um das mal gezeigt zu haben. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir einfach gleich mal an. Wir müssen ja zuerst jetzt hier wieder das eigentliche, diesen Grundriss hier bauen. Gefolgt von, ja, vom eigentlichen Bauen, ne? Da brauchen wir wieder das Zeug hier. Das Buch habe ich jetzt schon zweimal, das brauche ich nicht mehr. Hier bauen wir einfach mal alles, was geht. So, dann bauen wir wieder Scharniere. Baumaterial, Scharniere. Bauen wir gleich noch das andere Zeug. Das brauchen wir sicher auch noch. So. Oh, Mist. Das wollte ich gar nicht. Was habe ich jetzt gebaut? Tür hinzugefügt. Bienenhaus habe ich gebaut. Hä? Okay. Ja gut, dann baue ich das andere Zeug einfach auch mal. Das nicht. So. Ja, wo ist denn jetzt mein Bienenhaus? Hä? Bienenhaus? Hallo? Na, wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Ne, das ist eine Schmelzhütte. Hä? Ah, hier hinten. Ja, und was kann man jetzt damit machen? Ah, da kriegt man Honig, oder was? Ah, ach so, okay. Naja, wieso nicht? Okay, gut, machen wir uns noch mal schnell ein paar Eisenbeschläge. Die bauen wir nämlich auch noch. So, stopp. Und jetzt. Ja, was machen wir als erstes? Ich würde. Ah, wir müssen zuerst einen Hauptraum machen. Ist ja auch okay. Dann hier an die Werkbank. Ja, jetzt haben wir nicht genug Bruchstein. Bauen wir schnell ein bisschen ab. Eins, zwei. Huch. Hallo? Ja, super. Hallo? Oh, Leute. Ja, dann gibt's einen kleinen Cut, dann hole ich mir schnell nochmal einen Vogt und kauf dann einfach gleich bei.